Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Producer-Vlog Nummer 11. Im heutigen Vlog zeigen wir euch ein paar Tipps und Tricks. Wir geben ein paar Mindset-Tipps, wie ihr weiterhin fokussiert auf eurem Weg bleiben könnt, wie ihr weiterkommt als Produzenten. Denn im Jahr 2023 bedeutet Producer zu sein, nicht einfach nur noch ein paar Samples zu machen oder ein paar Beats zu bauen, sondern hier gehört einfach inzwischen viel, viel mehr dazu. Und was das genau bedeutet, zeigen wir euch in diesem Vlog. Also bleibt dran. Punkt Nummer 1. Macht Recording Sessions mit Artists. Also kurzes paralleles Beispiel dazu bei uns. Wir haben 2005, oder besser gesagt, ich habe 2015 angefangen Musik zu machen, als ich damals meine ersten Beats gebaut habe. Die klangen irgendwie noch so leer. Ne? Da hat irgendwie was gefehlt. Ich merkte halt schnell, dass ich ein paar Artists suchen muss, die auf dem Song was recorden. Ich habe für mich irgendwie das Gefühl gehabt, da ist mehr drin. Und da habe ich über eine Facebook-Gruppe den Song inseriert und da haben sich dann zwei Rapper gemeldet aus Frankfurt. Die habe ich dann auch ins Saarland eingeladen. Und wie soll es auch anders sein? Das hat einfach zu 100% gepasst. Die haben auf den Song recorded. Wir haben hier den kompletten Mix- und Mastering-Prozess gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine ganz krasse andere Erfahrung, wie als wenn ihr jetzt nur ein paar Samples oder ein paar Beats macht. Von daher meine Empfehlung an euch, ladet Artists ein, versucht euch mit Artists zu connecten, macht Recording-Sessions, denn ihr lernt erstmal den Menschen kennen, der was auf euren Song schreibt. Das ist eine ganz krasse Erfahrung. Ihr bildet euch auf jeden Fall auch weiter, was das Arrangement betrifft. Weil manchmal will ein Artist hier eine Hook machen, wo ihr vielleicht gar keine Hook plant. Also von daher kann ich nur sagen, macht auf jeden Fall Recording Sessions. Das bringt euch auf jeden Fall zu 100% als Produzent weiter. Da wären wir auch schon bei Punkt Nummer 2. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, bildet euch weiter. Jeder lernt auf seine eigene Art und Weise. Es mag sein, dass der eine am meisten mitnimmt bei Bücherlesen, der andere lernt am meisten bei YouTube-Tutorials. Ich kann für meine Zwecke nur sagen, ich habe am meisten bei Producer-Workshops mitgenommen, sowie auch bei YouTube-Tutorials. Ich habe auch mal 4-5 Mixing- und Mastering-Bücher gelesen und mir Zusammenfassungen erstellt und so weiter und so fort. Natürlich habe ich da auch was mitgenommen, aber das meiste, wo ich wirklich sagen muss, wo ich am meisten lernen konnte, war in Producer-Workshops und in Songwriting-Sessions. Also das definitiv. Das Wichtige ist dann, alles aufzusaugen, euch mit den Producern zu connecten, miteinander zu schreiben, auch die Kontakte zu pflegen. Denn wer weiß, vielleicht macht ihr in ein paar Jahren mal zusammen einen Song und wer weiß, wo die Reise hingeht. Ne? Also von daher kann ich nur sagen, connectet euch auch dann auf den Producer-Workshops mit den Producern. Egal wie viele Follower, egal was die schon produziert haben, das geht manchmal so schnell. Also habt da bitte keine Vorurteile. Einfach connecten, mit wem ihr cool seid. Einfach weiterhin Kontakte pflegen und abwarten, wo man sich Jahre später wieder trifft. Nun kommen wir zum Punkt Nummer 3, einer meines Erachtens der wichtigsten Punkte überhaupt, das Connecten mit Videografen und Filmemachern. Diese brauchen wirklich sehr, sehr oft speziell angefertigte Musik für ihre Image-Videos. Es gibt zwar auch Plattformen, bei denen die so ein bisschen rumstöbern können, aber meine Erfahrung hat gezeigt, letztendlich ist es doch ein bisschen besser, wenn die eigens angefertigte Musik für ihre Videos bekommen. Der Vorteil bei dem Ganzen ist auf jeden Fall, sollte der Videograf, mit dem ihr connected habt, mal jemanden haben, der jetzt keine guten Musikproduzenten kennt oder vielleicht mal ein bisschen Struggle hat mit seinen, der kann dann wiederum dem Artist empfehlen, geh doch mal hier zu Espen Jenko. Ne? Oder umgekehrt können wir sagen, okay, du hast jetzt keinen passenden Videografen für dein Video, dann geh hier mal rüber zum Lukas oder zum Dillnas. Ne? Also wir haben da auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten und was ich euch auf jeden Fall damit sagen will ist, auch wie schon im ersten Punkt, connecten, connecten, connecten. Das ist das A und O als Produzent. Man kommt einfach 2023 nicht mehr drum rum, das zu machen. Also keep going, bleibt dran.
connectet euch mit Videografen, sodass ihr vielleicht auch mal in der Werbeindustrie ein paar Placements bekommen könnt. Kommen wir zum Punkt Nummer 4, und zwar Thema Social Media. Klar, ihr habt jetzt vielleicht mal nur Instagram und ladet da ein paar Sachen hoch, ein paar Samples und erwartet, dass ihr vielleicht da den riesen Erfolg habt, aber das reicht leider heutzutage nicht mehr. Ne? Ihr müsst auf allen Plattformen angemeldet sein, wo man euren Content hören kann. Sei es Beatstars, sei es Soundcloud, sei es Instagram, TikTok, YouTube etc. Ne? Also man ist heute nicht mehr nur mit einer Plattform, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt Musikproduzent und lade da die Sachen hoch und das reicht, sondern inzwischen gibt es so viele verschiedene Managements, die nur auf einer Plattform hauptsächlich unterwegs sind. Und wenn ihr dann nur zum Beispiel bei Instagram aktiv seid, aber ein Management eigentlich eher bei TikTok, würdet ihr die nie erreichen. Also von daher, meldet euch bei allen Plattformen an, versucht eure Marke, eure Produzentenmarke einfach nach außen hin zu tragen und das Ganze an Managements zu bekommen, an Artists, an Firmen etc. Weil oft ist es auch so, man kennt euch ja noch nicht. Ne? Man muss auf sich aufmerksam machen, und das geht nur, indem man überall präsent ist, indem man immer und immer wieder euren Namen hört. Anders geht es einfach nicht. Auch hier wieder ein ganz paralleles Beispiel zu dem, was uns passiert ist. Und zwar kam damals die App Clubhouse auf den Markt. Am Anfang nur für iOS-Nutzer, glaube ich sogar, und wir haben uns angemeldet. Ich war ziemlich oft in den ganzen Chats aktiv, und so haben wir damals dann direkten Kontakt mit ganz vielen Artists gehabt, mit denen ich niemals vorher in Kontakt treten könnte. Und jetzt ist es halt so gewesen, dass wir damals den Kontakt zu Dafina bekommen haben, mit der hatten wir dann auch ein paar Sessions und haben 3 Releases auf ihrer EP gehabt. Also ich will euch damit sagen, auch wenn mal eine neue Plattform kommt, nicht, scheut euch nicht da anzumelden. Hier habt ihr gerade am Anfang riesige Möglichkeiten, mit Artists zu connecten, mit denen ihr vorher niemals in Kontakt getreten werdet. Also checkt das auf jeden Fall auch ab. Wenn ihr mal irgendwie was Neues seht, seid dann nicht abgeschreckt. Stürzt euch da einfach mal rein, hängt euch mal ein paar Wochen da rein, und dann werdet ihr schon sehen, vielleicht ist das ja was für euch, vielleicht entsteht ein neuer Kontakt, der euch weiterbringt. Kommen wir zu meinem vorerst letzten Tipp, und zwar der Punkt Nummer 5, Kontakte pflegen. Hört sich im ersten erstmal ein bisschen locker an, aber Kontakte pflegen mit 3-4 Leuten ist erstmal kein Problem. Ja? Aber wenn ihr euch mal ein bisschen etabliert habt und ihr müsst nachher Kontakte pflegen mit zum Beispiel 100 Personen, dann wird das Ganze nicht mehr so einfach. Ne? Also was ganz wichtig ist, immer mal zwischendurch mal schreiben, ey, was geht ab, wie geht's euch so, was treibt ihr, habt ihr neue Releases in der Pipeline, kann man euch unterstützen, wir würden euch gerne ein paar Beats schicken und. Ganz wichtig ist Kontakte pflegen, und was ich euch auch noch mit auf den Weg geben will, ist, hängt nicht irgendeinem am Bein. Ne? Wenn ihr merkt, der gibt euch nicht den nötigen Respekt zurück, den ihr euch eigentlich für euch erwartet, dann cuttet den Kontakt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue. Ihr könnt auch mit neuen Leuten connecten, die das Ganze, eure Arbeit, viel mehr wertschätzen als die anderen davor. Von daher einfach weitermachen, Kontakt absägen, neue Kontakte knüpfen, und ihr würdet merken, es gibt eine Menge Leute da draußen, die euren Stuff mögen, die euren Stuff schätzen und respektieren. Von daher lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten runterziehen. Das hatten wir auch in unserer Vergangenheit. Einfach cut, next, und das war's. Viele Wege führen nach Rom, sagt man so schön, und euch auch zu eurem Ziel. Lasst euch einfach nicht unterkriegen. Ich kann euch noch ein paralleles Beispiel sagen. Cenk und ich haben zum Beispiel 2019 beim Producer Battle mitgemacht in Stuttgart. Das war in der Schräglage. Hier waren wir unter den Top 8 Producern in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Hier haben wir auch natürlich ein paar Producer kennengelernt, haben uns connected, unter anderem auch mit Too Sick. Und wie soll es auch anders sein? Die Jungs sind vor ein paar Wochen gesigned worden von Warner Chappell. Also ich kann euch nur sagen, sollten wir jetzt die Jungs zum Beispiel irgendwann mal wieder in Berlin treffen, wir haben so viel Stuff, über den wir halt reden konnten oder könnten, weil wir die Jungs auch schon kennen. Das ist halt so, dass es dann, die Connection ist von Anfang an direkt da. Also es lohnt sich auf jeden Fall, eure eigenen Erfahrungen zu machen.
nicht einfach immer viel drüber nachdenken, macht euer Ding, zieht dann einfach mal raus in die große, weite Welt, macht einen Producer-Workshop, geht mal in andere Studios, geht einfach mal auf irgendwelche Producer-Events oder so. Ihr lernt immer Leute kennen, wo es zu 100% matcht. Selektiert, auch wenn es noch so hart ist, die negativen Kontakte, will ich sie jetzt mal nennen, aus und konzentriert euch auf die positiven. Es gibt so viele Leute, die euren Wert als Produzenten schätzen, euren Weg mitebnen und. Also lasst euch nicht beirren von irgendwelchen Leuten, die euch runterziehen, sondern fokussiert euch auf die Leute, die euch weiterbringen. Ne? Also vielleicht, an denen ihr vielleicht sogar heraufschaut und sagt, oh, ey, so ein krasser Produzent oder so. Fokussiert euch auf diese Dinge, haltet euch daran fest und ihr werdet merken, das bringt euch auf jeden Fall ein gutes Stück weiter. Kommen wir zu einem meiner Lieblingspunkte, und zwar durchhalten ist die Devise. Beispiel aus meinem Alltag hier: 2015 lernte ich dann direkt, als ich angefangen habe zu produzieren, lernte ich schon de facto kennen auf einem Hip-Hop-Jam oder so. Und wir haben ein bisschen uns unterhalten und ein bisschen connected. Aber jetzt muss ich eins ganz klar sagen: meine Beats damals zu dem Zeitpunkt waren lange nicht auf dem Niveau, genauso wie sein Rap auch damals noch nicht auf dem Niveau war, dass das bei uns gepasst hätte, ne? Dass die Connection gepasst hätte. Hätte ich damals den de facto hierher bekommen und wir hätten zusammen Sessions gemacht, gebe ich euch Brief und Siegel, hätten wir heute gar keinen Kontakt mehr. Nee, aber die Sache war dann halt so, wir haben uns beide weiterentwickelt. Er hat seine Sachen gemacht, ne, hat seine Erfahrungen gemacht, Songs recorded, Studio-Sessions gehabt und. Und wir im gleichen Atemzug auch Sessions gehabt und uns weiterentwickelt. Und jetzt muss man halt einfach sagen, 7 Jahre später haben wir hier öfter Sessions und sind auf einem ganz anderen Niveau. Was ich euch damit sagen will, ist, manchmal ist es auch mal gut, ein Nein zu akzeptieren, aber trotzdem dran zu bleiben. Also jetzt kam hier damals kein Nein oder so, sondern einfach zu sagen, okay, vielleicht sind die Sachen noch nicht so stark, vielleicht ist später der Zeitpunkt. Deswegen, das meine ich mit Nein. Also vielleicht ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Der Zeitpunkt kann aber noch kommen, wenn ihr dran bleibt. Es gibt auch ganz, ganz viele Managements und Labels, die achten einfach darauf, wie lang jemand durchhält. Ne? Wenn man seit 5, 6 Jahren am Hustlen ist und Gas gibt, ist eine ganz andere Sache, wie wenn man gerade anfängt und sagt, oh, es hat nicht geklappt und ich höre wieder auf. Ne? Also von daher, ganz krasse Geschichte. Heute sitze ich, wie gesagt, schon öfters mit de facto im Studio und Jan, wir machen hier die Beats, wir machen hier Sessions, de facto schreibt hier dann, währenddessen wir die Beats bauen. Also das ist eine ganz krasse Erfahrung. Von daher, sollte es mal am Anfang nicht passen mit einem Artist oder so, kann trotzdem noch auch in naher Zukunft irgendwann der Moment kommen, wo es doch passt. Also wenn die Connection zwar gut ist, aber noch nicht gematcht hat, dass ihr in der Session wart, trotzdem dranbleiben, Kontakte pflegen. Denn auch hier kann ich nur sagen, hat es sich Jahre später auf jeden Fall ausgezahlt. Haltet durch, die Down-Phasen werden kommen. Da könnt ihr auch wieder 100 E-Mails schicken, da kommt keine einzige zurück. Ihr könnt euch mit anderen connecten, aber irgendwie passt nicht so wirklich. Es wird immer mal Down-Phasen geben, aber haltet durch. Es wird auch wieder nach oben geben. Beispiel bei uns. Wir hatten letztes Jahr zeitweise ein bisschen Down-Phasen. Da haben wir uns in ein paar Studios in Berlin eingebucht. Dann ging es dann danach wieder bergauf. Dann hatten wir uns vor 1,5 oder 2 Jahren bei der Beat-Plattform Beat Club von Timbaland beworben. Das ist eine exklusive Beat-Plattform. Hier können Producer und Artist miteinander connecten. Also da kommt man nicht so einfach rein. Hier muss ich ganz einfach sagen, haben wir 2 Jahre gar nichts gehört. Und auf einmal, zack, kam die E-Mail, dass wir jetzt da mit an Bord sind, hatten dann da natürlich ein paar Aufträge generiert, ein paar Beats hingeschickt aus Amerika und wurde dann auch öfters Artists vorgespielt. Auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Es kann von heute auf morgen sich direkt wieder alles ändern, ne? Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ganz aktuelles Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem erst für Deichmann International 2 Kampagnen gemacht. Also auch wenn mal ein paar Monate ein bisschen low ist, ne, wie jetzt bei uns letztes Jahr, kann auch einfach wieder ganz schnell wieder nach oben gehen. Was ich euch damit sagen will, ist,
zum 100. Mal vielleicht jetzt schon, aber einfach dranbleiben, weitermachen. Es wird sich lohnen. Hier zeigt sich ganz klar, wer den längeren Atem hat, wird hier in dem Game erfolgreich. In diesem Sinne will ich euch nur sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich wünsche euch noch eine schöne, angenehme Zeit. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Video hält. Gebt mir ein Like, einen Daumen nach oben und lasst vielleicht ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Ganze ein bisschen was gebracht hat. In diesem Sinne, Grüße, ciao.